Naja, die Hauptallee, die ja mit dieser Ineos 1,59 Challenge quasi den Ritterschlag erhalten hat für die hoffentlich schnellste Laufstrecke der Welt, wird sich im Herbst anders präsentieren, wie man sie möglicherweise vom Marathon kennt. Und da ist jede Menge Infrastruktur notwendig. Es braucht ein Konzept, wie der Praterstern belaufen werden kann. In Richtung Eventinszenierung wird dann vieles passieren, von der Beschallung hin bis zu Bedürfnissen, die Medien, die internationale Presse und Medienvertreter haben werden. Also einiges, was da auf uns zukommen wird, und eine große Herausforderung, auf die sich das Werner Sittimathen Team sehr freut. Wer jemals in Wien einen Laufschuh angehabt hat oder angezogen hat, dem ist die Hauptallee ein Begriff. Sie ist immer da, sie ist für jeden irgendwie verfügbar, aber sie wird in dieser Zeit, wo diese Challenge stattfindet, in einem ganz anderen Licht erstrahlen. Es wird auch nicht nur ein Medienevent werden, sondern auch für Zuschauer attraktiv sein. Mitten in Wiens grüner Lunge so etwas organisieren zu können oder miterleben zu können, das wird ganz etwas Besonderes werden. Es ist eine Liebe, die niemals rostet, aber derzeit erfährt sie einen Refresh sozusagen, und man sieht sie mit ganz anderen Augen wieder, wird irgendwie bewusst, was sie eigentlich bietet. Welche einzigartige Möglichkeit man hier hat, zu laufen, Sport zu betreiben, in einer der lebenswertesten oder in der lebenswertesten Stadt der Welt. Das ist schon wieder ein bisschen bewusst machen, was denn da eigentlich mit der Hauptallee in Wien vorhanden ist. Na, auf alle Fälle. Das Laufen ist immer irgendwie mit Geschwindigkeit und mit schneller Zeit wird das verbunden. Es ist ein Wettkampf, es ist ein besonderer Wettkampf. Jeder möchte irgendwie so in Beziehung stehen, wie schnell ist es dann wirklich, wenn man sich dann vors Auge wirft, dass man 21 Kilometer pro Stunde laufen muss. Das möchte jeder irgendwie spürbar für sich halten oder machen. Und die Beschäftigung mit dem Thema wird sich durch alle Sportlergruppen, alle Altersgruppen ziehen.